Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr. Es ist ihr letzter großer Auftritt im Sommer 1932. Ein schwieriger Auftritt. Bereits die Anreise ist für die gebrechliche Frau eine Strapaze. Zuerst eine tagelange Zugfahrt von Moskau nach Küstrin. Dann umsteigen in ein Auto, das sie bis nach Berlin bringt. Reine Sicherheitsmaßnahme. Übernachtung bei zuverlässigen Freunden, die Stillschweigen bewahren. Dann der Fußweg in den Reichstag. Dahin, wo ihre ärgsten Feinde von der NSDAP die stärkste Fraktion stellen. In anonymen Drohbriefen hat man sie davor gewarnt, im Reichstag aufzutauchen. Würde sie die Frechheit besitzen, den Reichstag zu eröffnen, dann würde sie, schreibt ein Nationalsozialist, an den Ohren heruntergeholt und mit Fußtritten aus dem Saal expediert werden. Nichts anderes gebührt euch, verfluchtes rotes Gesindel. Solche Flüche können sie nicht beirren. Zu oft schon hat sie derartiges gehört. Sie hakt sich bei ihren Genossen unter und nähert sich dem Lesepult. Ohne fremde Hilfe kann sie sich kaum mehr auf den Beinen halten. Die 75-Jährige ist schwer krank und fast erblindet. Meine Damen und Herren. Es spricht Clara Zetkin, Alterspräsidentin des Deutschen Reichstages, Sozialistin, Mitglied der KPD, Frauenrechtlerin, Kämpferin gegen den Faschismus. Der Reichstag tritt in einer Situation zusammen, in der die Krise des zusammenbrechenden Kapitalismus große Schichten des werktätigen Volkes auch in Deutschland mit furchtbarsten Leiden peinigt. Ihre Stimme versagt immer wieder. Immer wieder muss sie nach Atem ringen. Ihre Kraft scheint zu schwinden. Und doch hält sie durch, ruft unbeirrt zum vereinten Kampf gegen den Faschismus auf. Sie weiß zu diesem Zeitpunkt ganz genau, dass das nicht funktionieren wird. Trotzdem, Zetkin spricht weiter bis zum letzten Wort ihrer Eröffnungsrede. Ein Privileg, das ihr als Alterspräsidentin zukommt. Aber was für ein Privileg. Entschlossen ruft sie zum vereinten Kampf gegen den Faschismus auf und prophezeit ein Sowjetdeutschland, bevor sie ihren Stuhl für den neuen NSDAP-Reichstagspräsidenten Göring räumt. Ihm muss sie das Wort überlassen. Ausgerechnet. Das ist eine tragische Situation. Der Herr Abgeordnete Göring ist für mich als Präsident des Reichstags gewählt. Ich frage ihn, ob er die Wahl annimmt. Ich habe diese Szene immer als gespenstisch empfunden, sagt Tanja Puschnarat, die ihre Habilitationsschrift über Clara Zetkin geschrieben hat. Und das ist fast eine öffentliche Hinrichtung, der sie sich da unterzieht. Also so habe ich es jedenfalls immer empfunden. Und Clara Zetkin, wie hat sie das wohl empfunden? Der Beginn. Eine Kämpferin wächst heran. Geboren ist Clara Zetkin als Clara Josephine Eisner, 1857 in Wiederau, einem Dorf im Königreich Sachsen. Ihre Eltern, der Vater ein protestantischer Dorfschullehrer, ihre Mutter eine liberale Frau, ihre Eltern also ermöglichen ihr eine Bildung, die damals nicht vielen Mädchen zukommt. Alles, was ihr Bruder lernen durfte, soll auch sie lernen dürfen. Ziemlich ungewöhnlich für damalige Verhältnisse. Gleiche Bildung für alle ist zu jener Zeit noch nicht einmal eine Floskel und schon gar keine Realität. Genau dafür setzt sich Claras Mutter ein. Sie engagiert sich in der ersten deutschen Frauenbewegung und fordert gleiche Bildungs- und Arbeitschancen für alle. Was Zetkin später fortführen wird, wenngleich unter sozialistischen Vorzeichen.
Das wird sich dann so anhören. An die Spitze unserer Reformforderungen zugunsten der Volksschule stellen wir die Forderung nach Einheitlichkeit und Unentgeltlichkeit des Schulwesens. Vom Kindergarten bis zur Hochschule. Eine andere grundlegende Forderung unsererseits ist die der vollen Weltlichkeit der Schule. Hinaus mit der Religion aus der Schule. Eine andere grundlegende Forderung ist die Einführung eines Arbeitsunterrichts in den Schulplan. Der Arbeitsunterricht wird spätere technische Erfindungen und Verbesserungen anregen und vorbereiten. Da ist Zetkin 48 Jahre alt und bereits eine international renommierte Aktivistin. Noch aber erlebt sie als junges Mädchen im Erzgebirge unmittelbar die Not der Wiederauer Heimarbeiter. Nicht nur in der Grundschule, wo sie die Schulbank mit deren Kindern teilt, auch zu Hause, wenn an die Tür der Eisners die Armen klopfen, um sich bei ihrem Vater Geld zu borgen oder um unentgeltlichen Unterricht für ihre Kinder zu bitten, was der Vater auch immer gewährt. Das erlebt Clara als Mädchen und es wird sie für immer beeinflussen. Das Wesentliche, was die Prägung durch das Elternhaus betrifft, ist eben Zetkins ungeheure Arbeitsdisziplin, insgesamt ihre disziplinierte Haltung, große Neugier, ihr Glaube an Bildung und eben aber auch ihre geradezu protestantische Opferbereitschaft. Alles Charakterzüge, die dazu beitragen, dass sie den Weg gehen kann, den sie einschlagen wird. Spätestens als sie in Kontakt mit den Narodniki kommt und Ossip Zetkin kennenlernt. Da ist sie 21 Jahre alt und hat in Leipzig ihre Prüfung als Erzieherin abgelegt. Der Russe Ossip Zetkin ist Narodnik, ein russischer Intellektueller, der eine kommunistische Gesellschaftsordnung fordert und an die revolutionäre Kraft der Arbeiter und Bauern glaubt. Dieser Mann, in den sich Clara verliebt, überzeugt sie vom Sozialismus. Das ist jedenfalls das, was überliefert ist und was Maxim Zetkin, der Sohn von Clara und Ossip, später in einem DDR-Interview erzählen wird, wenngleich in etwas anderen Worten. Mein Vater hatte meine Mutter eigentlich erst mit dem Marxismus bekannt gemacht. Das Bekenntnis. Zetkin wird politisch. Im selben Jahr, in dem Clara Eisner Ossip Zetkin kennenlernt, in dem Jahr also, in dem sie mit den Ideen des Sozialismus zu liebäugeln beginnt und der Sozialistischen Arbeiterpartei beitritt, in diesem Jahr, 1878, erlässt Bismarck das Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie. Wer unter dieses Gesetz fällt, und das sind nicht wenige, muss entweder hohe Geldbußen zahlen oder wird ins Gefängnis geworfen. Ossip Zetkin entzieht sich den Repressionen und setzt sich nach Frankreich ab. Clara folgt ihm ein paar Jahre später. Ob es Liebe ist? Oder eine klar politische Entscheidung? Wer weiß. Ich habe alle Schiffe der bürgerlichen Welt hinter mir verbrannt. Und ich bin ein Soldat der Revolution. Die Brücken zu ihrer Familie sind endgültig abgebrochen. Clara hat ihre Entscheidung getroffen und geht in Paris zusammen mit Ossip, den sie nie heiraten, aber dessen Namen sie später annehmen wird, ihren anfänglich sehr beschwerlichen Weg. Also sie hat in Paris in sehr ärmlichen Verhältnissen gelebt. Florence Hervé, die eine Zetkin-Biografie übersetzt und ein Buch über Clara Zetkin herausgegeben hat, umreißt deren Lebensphase in Frankreich. Sie hat als Übersetzerin, als Journalistin gearbeitet. Sie war berufstätig, sie hatte die zwei kleinen Kinder. Sie hatte in Paris zwei Söhne geboren. Ihr Mann war krank. Ossip wird allmählich gelähmt und in Kürze sterben. Und es war so, dass sie manchmal nicht die Miete zahlen konnten. Sie befanden sich abends auf der Straße und wusste nicht, wo sie mit Mann und Kindern übernachten konnte. Also sie kannte die Armut. Und spätestens seit dieser Zeit weiß Clara, was Geld bedeutet. Und schreibt in einem Brief an Karl Kautsky: Geld, Geld, Geld. Geld ist zwar Dreck. Aber Dreck ist leider kein Geld. Wirtschaftliche Not und absolute Erschöpfung. Eine ziemlich gute Basis, um sich den Ideen des Sozialismus und der Frauenrechte zuzuwenden. Clara Zetkin ist mittlerweile mit fast allen bedeutenden Sozialisten bekannt, diskutiert mit
engagiert sich als Organisatorin des Internationalen Pariser Arbeiterkongresses. Sie schreibt für den französischen Sozialisten und wagt sich sogar ans Rednerpult. Der Spießbürger findet eben, dass sich das Menschentum der Frau zur herrlichsten Blüte entfaltet, wenn sie ausschließlich Strümpfe stopft, Suppe kocht und als Kindergebärmaschine funktioniert. Der Kapitalist seinerseits schwört Stein und Bein, dass das Menschentum der Arbeiterin nie köstlicher entwickelt ist, als wenn sich diese zum Zweck seines Profits das Fell über die Ohren ziehen lässt und dazu vergelt's Gott edler Menschenfreund sagt. Der Erfolg. Zetkin macht Karriere. Im Jahr 1891 kehrt Clara Zetkin mit ihren beiden Söhnen Maxim und Kostja zurück nach Deutschland und zieht nach Stuttgart, ohne ihren Lebens- und Kampfgefährten Ossip, der 2 Jahre zuvor gestorben ist. Bewusst war mir nur das eine, furchtbare, unfassbare. Ossip stirbt. Es war mir, als müsse auch mein Leben stillstehen. Ihr Leben geht aber weiter. Und besser, als sie in jenem Moment ahnt. Clara lernt den 18 Jahre jüngeren Kunstmaler Friedrich Zundel kennen und heiratet ihn. Gleichzeitig wird sie international zu einer bekannten Politikerin. Sie wird Delegierte zu allen Parteitagen. Sie wird Mitglied der Kontrollkommission und sie wird Mitglied des Bildungsausschusses. Sie übernimmt die Chefredaktion der Gleichheit. Der sozialdemokratischen Frauenzeitschrift. Sie wird Vorsitzende des Internationalen Frauensekretariats, agitiert gegen die kapitalistische Gesellschaftsordnung und für die berufliche und gesellschaftliche Gleichstellung der Frauen, das heißt für die Rechte der Frauen, die in jener Zeit noch schwach ausgeprägt sind. Von wegen schwach, um 1900 existieren im Grunde gar keine Rechte der Frauen. Selbst in den eigenen Reihen der Sozialdemokraten gibt es genügend, die sich über Zetkins Forderung nach Emanzipation lustig machen. Der Sozialdemokrat Ignaz Auer zum Beispiel. Er hat mit seinem Spott die Lacher auf seiner Seite, wie ein Protokoll der damaligen Sitzung wiedergibt. Ich bin ja kein großer Schwärmer nach dieser Richtung hin, dafür bin ich ja bekannt. Heiterkeit. Aber als ich die Genossin Zetkin gestern ihre Angriffe so herunterschmettern hörte, große Heiterkeit. Da habe ich mir doch gesagt, und das ist das unterdrückte Geschlecht. Wieder große Heiterkeit. Was soll da erst einmal werden, wenn das frei und gleichberechtigt ist? Stürmische Heiterkeit. Clara Zetkin lässt sich nicht beirren und stellt zusammen mit der proletarischen Frauenbewegung einen dicken Forderungskatalog auf. Der Schock. Zetkin wird Kommunistin. Das Jahr 1914. Der Erste Weltkrieg hat begonnen. Von Historikern als Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Und von Clara Zetkin als tiefer Schock empfunden. Wollte ich mein Herz reden lassen, ich fände kein Ende. Und all das Leiden, die Enttäuschung, die Bitterkeit und Verzweiflung der letzten Monate käme aus dem Grunde herauf. Als der Zusammenbruch kam, meinte ich, wahnsinnig werden oder mich töten zu müssen. Zetkin erlebt einen absoluten Tiefpunkt. Sie wird krank, diszipliniert sich aber trotz ihrer körperlichen Leiden, wie Tanja Puschnarat schildert. Sie hatte Probleme mit dem Herzen, sie hatte Probleme mit dem Gehen. Das heißt aber nicht, dass sie sich in irgendeiner Weise geschont hätte. Heute würde man das als Workaholic neudeutsch bezeichnen, also eine eiserne Disziplin und eine immense Härte gegen sich selbst. Und mit dieser immensen Härte gegen sich selbst agitiert sie weiter. Sie lässt Flugblätter drucken und schmuggelt sie über Grenzen, reist von einem Land ins nächste, hält Reden, organisiert Demonstrationen und Konferenzen. Ihr Frauen, die ihr neben der nagenden Sorge um eure Lieben im Felde daheim Not und Elend ertragt, worauf wartet ihr noch, um euren Willen zum Frieden, euren Protest gegen den Krieg zu erheben? Was schreckt ihr zurück? Nieder mit dem Krieg! Worte einer Frau, die ihr in der Nachwelt den Ruf einer Pazifistin eintragen sollten. Was allerdings nicht ganz der Wirklichkeit entspricht.
Zetkin geht es immer um ihre Ideale. Und da heiligt der Zweck eben auch manchmal die Mittel. Und der Sozialismus heiligt zumindest manchmal die Gewalt. Das zeigt sich spätestens 1917, als in Russland die Revolution ausbricht. Das ist die Krönung von Zetkins Leben. Endlich eine Arbeiterschaft, die als Kollektiv die bourgeoise Herrschaft stürzt und den Sozialismus aufbaut. Da ist es für Zetkin gar keine Frage, dass auch Gewalt nötig sein kann, um den Sozialismus zu festigen. Ex Oriente Lux. Der Osten nährt nun ihre Hoffnung, nachdem der Westen für sie nur Enttäuschungen bereithielt. Die Trennung von ihrem Mann war noch die geringste. Viel härter traf sie die Ermordung ihrer Freundin Rosa Luxemburg und von Karl Liebknecht. Und dazu all die anderen Rückschläge. Die Haltung der SPD zum Krieg, das Scheitern der Revolution in Deutschland, das sie vor allem den Sozialdemokraten anlastet, ihre Konflikte mit den Genossen und die Abgabe der Redaktion der Gleichheit. Schließlich landet sie bei der Kommunistischen Partei. Für diese wird sie bis zu ihrem Tod als Mitglied des Deutschen Reichstages fungieren. Aber dennoch wird sie Deutschland zunehmend den Rücken kehren und sich dem Land ihrer Hoffnung zuwenden. Die Hoffnung. Zetkin wendet sich nach Osten. Genossinnen und Genossen, ich schäme mich nicht, Ihnen hier einzugestehen, dass ich angesichts dieses revolutionären Massenwillens die Empfindung hatte, ziehe deine Schuhe aus. Der Boden, da du stehst, ist heiliger, ist revolutionärer Boden. Als Zetkin 1920 zum ersten Mal russischen Boden betritt, ist sie enthusiastisch. Ob sie die Auswirkungen des Bürgerkriegs, die leeren Läden, die schwierige Versorgungslage, die abgemagerten Gestalten auf den grauen Straßen nicht gesehen hat? Wahrscheinlich schon. Aber ihre Aufmerksamkeit richtet sich auf etwas anderes. Auf den revolutionären Willen der Massen, ausgestattet mit der richtigen Ideologie und mit Lenin, dem starken Führer. Nach gleichen Rechten für alle klingt das nicht unbedingt. Jedenfalls streicht Biografin Tanja Puschnarrat einen starken Wesenszug von Clara Zetkin heraus. Schon ihre Zeitgenossen haben dokumentiert, dass sie durchaus autoritäre Züge hatte. Im Umgang mit ihren Mitarbeitern war sie mütterlich, war freundlich, aber sie war eben auch autoritär. Einerseits. Andererseits habe sie sich starken Figuren in gewissem Maße untergeordnet. Zetkin war immer abhängig von ideologischen Autoritäten, Rosa Luxemburg oder später Lenin. Sie brauchte also politische Führungsfiguren, politische Vorbilder und sie brauchte eben auch Parteihierarchien. Zetkin avanciert zunehmend zur Grande Dame des internationalen Kommunismus. Eine ältere, chronisch kranke Dame, die Schritt für Schritt zur Spitzenfunktionärin aufsteigt. Aber der Schein trügt. Ihr Einfluss in der Partei schwindet. Ihre Kritik am Mangel innerparteilicher Demokratie verpufft. Und ihre Frauenarbeit innerhalb der von Männern dominierten Partei wird kaum unterstützt. Sie wird zur reinen Vorzeigefrau einer Partei, deren Linie sie immer weniger teilt. Vor allem, als Stalin die Führung übernimmt. Zwar hat sie nie offene Kritik an ihm geäußert. Wobei man sagen muss, dass in ihrer Privatkorrespondenz sehr deutlich wird, dass sie ihn zutiefst verachtet hat. Sie hat ihn bezeichnet als altes Weib in Männerhosen, konnte sich aber auch eben in ihrer Privatkorrespondenz nicht mehr offen und klar ausdrücken, da sie ja spätestens ab 1928 überwacht wurde vom Parteiapparat. Bespitzelung, Überwachung, zunehmende Gleichschaltung. Was ist bloß aus ihren Idealen geworden? Das Ende. Und Zetkin gibt nicht auf. In den letzten 5 Jahren ihres Lebens muss Clara Zetkin eine kommunistische Internationale erleben, in der die Opposition ausgeschaltet und sie nur mehr eine international bekannte, aber völlig machtlose Spitzenfunktionärin ist.
Sie ist zwar hochdekoriert, faktisch jedoch ist sie von allen Informationskanälen innerhalb der Partei ausgeschlossen. Ihre Artikel werden nicht veröffentlicht und wenn, dann stark gekürzt oder in anderer Weise umgeschrieben. Also in dieser Phase wird sie definitiv kaltgestellt und verliert enorm an Einfluss. Und sie verliert zunehmend ihr Augenlicht. Die Welt um sie verliert sich mehr und mehr im Dunkeln. Trotzdem setzt sich Zetkin immer noch an den Schreibtisch und verfasst ihre Briefe allein. Das ist schon sehr traurig, wenn man das sieht, weil sie merkt dann nicht, wenn ihr die Tinte ausgeht und schreibt einfach weiter. Weil sie bis auf wenige Personen in ihrer Umgebung niemandem traut. Deswegen diktiert sie nicht. All ihre Hoffnungen sind zerstört. Alle Wege abgeschnitten. Endgültig zurück in ihr Heimatland kann sie nicht. Dort gewinnen die Nationalsozialisten zunehmend an Boden. Sie hat sehr früh erkannt, dass faschistoides Denken, das faschistische Rekrutierungspotenzial weit in, sowieso in das Kleinbürgertum hineinreicht, aber eben auch in die Arbeiterschaft. Und dass es deswegen erforderlich ist, sich eben mit allen politischen Kräften zu verbünden, die gegen diese faschistische, später nationalsozialistische Bewegung gehen. Die Linken haben sich nicht verbündet und die Rechten immer mehr an Macht gewonnen, bis die Rechten 1932 zum ersten Mal die stärkste Fraktion im Deutschen Reichstag stellen. Genau in dieser Situation, wo sie auch in Deutschland bedroht wird, wo ihr signalisiert wird, komm lieber nicht hierhin, schreibt sie an die Parteioberen, wenn ihr mich braucht für die Reichstagseröffnung, dann stehe ich zur Verfügung. Ich eröffne den Reichstag in Erfüllung meiner Pflicht als Alterspräsidentin. Bei ihrem letzten großen Auftritt ruft die schwerkranke Frau noch einmal zur Einheitsfront gegen den Faschismus auf und endet, kurz bevor sie das Wort an Göring übergeben muss, mit einem Ausblick auf ein zukünftiges Sowjetdeutschland. Dann kehrt sie zurück nach Russland, wo sie ein Jahr später, 1933, in einem Altersheim nahe Moskau sterben wird. In dem Jahr, in dem Hitler die Macht ergreift. Das war's. Jetzt wird Zetkin vollends in der Partei aufgehen, als Propagandafigur der Sowjetunion und Vorzeigefrau der DDR. Es wird eine Clara Zetkin-Münze geben, Clara Zetkin-Briefmarken, Kindergärten und Straßen. Eine Heldin des Sozialismus, so wird sie im Osten gefeiert. Aber als die kommunistischen Regime zusammenbrechen, fallen auch die sozialistischen Galionsfiguren. Der Kalte Krieg ist Vergangenheit. Und jetzt kann man sich endlich an Clara Zetkin erinnern, wie sie wirklich war.